Willkommen zurück zu Hitman und Elusive Target Nummer 21, das sich diesmal in Hokkaido, Japan befindet, und zwar The Surgeons. Good evening, 47. Your targets are Dr. Pavel Friedel and Dr. Akane Akanawa, brilliant and unethical transplant surgeons. Both were involved in performing an operation on a billionaire's son. However, the organ had been sourced illicitly in Central Africa, and the patient died of hemorrhagic fever shortly after. We have located the targets at Gamma in Hokkaido, where they are key members of staff, and will enjoy a great deal of freedom of movement and protection within the facility itself. The client offers a substantial bonus if the targets are eliminated in a manner appropriate to the death of their patient. As you know, the Gamma facility has worked with infectious diseases, so you should be able to find something useful on site. And I know you appreciate poetic justice. The clock is ticking, 47. Good luck. Oha! Virus syringes müssen wir nutzen, um die umzubringen. Das ist interessant. Denn ich hatte wirklich am Anfang erst sagen wollen, oh ja, vielleicht muss man einfach hingehen und kann die so mit Gift umbringen. Aber dass wir hier genaue Aufgaben bekommen, ist gar nicht mal so selbstverständlich. Okay, dementsprechend, wie startet man hier? Das ist die große Frage. Ich denke, ich werde starten mit der Art und Weise, wie ich am liebsten es mache. Und zwar, wir werden vermutlich erstmal als VIP-Patient starten. Wir starten aber in der Morgue. Haben ein Schmuggelgegenstand. Weiß aber noch nicht, was wir brauchen. Auf jeden Fall werde ich hingehen und werde den Scrambler nehmen. Das ist ein Gegenstand, den wir zwar wirklich nur einmal brauchen, aber den wollen wir gleich von Anfang an dabei haben. Dann habe ich ganz gerne eigentlich mittlerweile den Baton am Start, um da einfach schnell die Gegner mit ausschalten zu können. Wo es eigentlich nicht allzu wichtig ist. Ich habe ihn trotzdem ganz gerne dabei. Gerade da unten gibt es nicht allzu viele Waffen, die man so bekommen kann, um jemanden umzuhauen. Das geht also so in Ordnung. Ja, also das sieht so ein bisschen nach einer Mission aus, wo man erstmal so ein bisschen lernen muss, um was es hier wirklich geht, auf was man achten muss, um dann sagen zu können, hey, das muss man machen. Denn wir wissen zum Beispiel, wir brauchen nicht diese beiden Nadeln, denn wir müssen die Nadel finden, die das Spiel haben möchte. Dementsprechend irgendwas hier noch mitzunehmen, wäre vielleicht gar nicht mal dumm. Das bedeutet, wir könnten überlegen, ob man nicht ganz bewusst irgendwas wie... Ja, lass uns mal wirklich das Mixtape 47 mitnehmen, denn das ist ein Gerät, das man platzieren kann und das erzeugt Geräusche und das könnte halt Leute irgendwie ablenken und irgendwo hinbringen. Und da, wo wir gesehen hatten, dass da immer mindestens zwei Wachen dabei sind, wäre es vielleicht gar nicht falsch, wenn man die irgendwo platzieren könnte, um so nach und nach diese Wachen zu reduzieren. Ja, also das ist wirklich so eine Situation, wo man einfach mal testen muss, gucken muss und hofft mit dem Testen, dass man dabei nicht drauf geht. Good afternoon, 47. I have an update for you. The Gamma facility has continued their research into the variant 2 Banner-Coleman hemorrhagic virus and may have several samples in storage. I've been unable to ascertain the location of the samples, so you will need to locate them yourself if you wish to honor the client's special request. Good hunting, 47, as always. Okay, ich habe mich hier mal ganz schnell aus diesem Bereich herausbegeben, denn diesen Zyklus, wo er von dieser Leiche nach vorne und hinten hinläuft, um Fotos zu machen, ist relativ schnell. So, ich starte hier unten wirklich ganz gerne. Einfach weil man hier, wenn man die richtigen Sachen dabei hat, sehr gut starten kann. So, als allererstes, was ich ganz gerne immer mache, ist hier hingehen, um Agent Smith zu befreien. Dementsprechend habe ich immer den Scrambler dabei. Das dauert jetzt leider so ein kleines bisschen, weil dieser Kollege halt meint, immer vorher mit einem noch ein bisschen reden zu müssen. Das Problem ist leider nur, dadurch, dass Herr Dr. Ito da oben ebenfalls am Reden ist, überlappen die sich, was bedeutet, die Subtitles sind nicht immer passend und gleichzeitig ist Agent Smith immer so einen kleinen Ticken leise dahinter. Aber Agent 47 schreit wie kein Zweiter.
Ja, die Hintergrundgeschichte ist mir ein bisschen wurscht, aber leider muss man sich das anhören, denn ich hatte schon mal probiert gehabt, wirklich das einfach zu öffnen, zu warten, bis er die Konversation startet und dann irgendwelche anderen Sachen zu machen, jedoch hört er dann wirklich auf und man bekommt seine Belohnung nicht und diese Belohnung würde ich ganz gerne haben. Zugeben, weil ich den Scrambler habe, brauche ich es vielleicht eventuell nicht, aber ich bin jemand, der immer ganz gerne diese Sicherheit hat, um einfach nur für mehr Räume reinzugelangen, als wir vielleicht brauchen. Zack, sehr schön. So, als nächstes gehen wir hin, schalten hier die Kameras aus, um auch diesbezüglich keine Probleme zu haben. Das Gute ist gleich hier. Und ja, dann würde ich sagen, als allererstes sollten wir herausfinden, wie wir an die Spritzen kommen. Und ich denke, der erste logische Punkt dafür sollte sein, hier zu gucken. So, oh, das ist wie immer... Ist hier sonst nichts anderes? Oh, hier. Oh, das ist fies. Nämlich in der normalen Mission liegt da irgendein Organ drin. Okay, sweet. Das haben wir. Mal kurz gucken. Contain the virus. Ja, also Syringes sind ein Problem. Syringes für mich sind einfach ein Problem, denn was ich so häufig miterleben durfte, ist, man denkt wirklich, man geht hin und piekst jemanden, aber scheinbar, wenn jemand im Raum ist, in der Nähe ist oder es sieht, ich weiß wirklich nicht so hundertprozentig, wie es abläuft, kann es einfach passieren, dass das Ganze schief läuft. Und dementsprechend weiß ich noch nicht so richtig, wie wir das umsetzen. So, als nächstes, wir könnten überlegen, ob wir an denen vor einfach vorbeiziehen oder ob wir versuchen, einen von denen hier gleich mitzunehmen. Oder vielleicht sogar beide, damit wir die gerade hier mit diesem Zyklus nicht mal als Problem haben. Lass uns einfach mal ganz kurz das so machen. Jetzt kommt nämlich einer von denen angelaufen. Sehr, sehr gut. Ganz kurz so gehen, dass der uns definitiv auch nicht sieht. Wunderbar. Okay, who's playing? Gute Nacht. So, und jetzt können wir einfach hingehen und den so ausschalten. Ah, ja. Sehr gut. Damit haben wir die beiden nämlich jetzt weg. Und das Schöne ist, damit haben wir theoretisch zwei weitere Bereiche freigeschalten, wo wir noch Leute reinschmeißen können. Aha, sehr gut. Und haben damit gleich eine Verkleidung. Wie weit wir damit kommen, kann ich jetzt auch nicht so hundertprozentig sagen, aber es ist besser, als hier halt mit unserem VIP-Suit herumzuspielen. So, dann gucken wir mal, wir haben das jetzt. Logischerweise, Ito wird uns vermutlich genau weiterhin entdecken, aber das geht mir auch so erstmal recht. So, dann gehen wir mal auf die Jagd. Wo könnten diese Ziele sein? Da ist einer nämlich entdeckt. Hier sind viele Leute, die mich erahnen. Darf ich hier rein? Jo. Darf ich da rein? Doctor, you'll need to find another way through here. Take it up with the director if you want. Ah, Director. Okay, meine erste Logik ist natürlich jetzt auch immer so ein bisschen zu gucken und da hilft es natürlich so ein bisschen, die Maps gespielt zu haben. Unregelmäßigkeiten zu sehen. Was hat sich hier geändert? Was ist anders? Aber ich sehe erstmal so keine Änderung. Könnte natürlich auch so sein, dass halt so gewisse Sachen sind. Sind da hinten immer drei Doktoren? Sind hier immer 4, 5? 1, 2, 3, 4. 5? Mal ganz kurz nochmal gucken. Wenn man nämlich den Bildern glauben darf, ist sie vielleicht hier und er tatsächlich dort drüben in dem Restaurant. Entsprechend lass mal ganz kurz hier bleiben. Einfach weil da oben. Da oben sind eigentlich nicht viele. Da sind welche, um sich um diesen Jason Statham zu kümmern. Oder Stratman oder wie er hieß. Scatman. Oder ähnliches, I don't know. Ja, die Frage ist, wie sehr kann man halt damit arbeiten, you know? Mir missfällt die Verkleidung. Okay, das ist der Typ, der immer die Drogen braucht. Wer ist sie wiederum? Das ist sie. Moment, lass uns probieren, Shit, der da kommt dafür. Lass mal ganz kurz hier hoch. Ganz kurz hier verstecken, aber ich werde den dann vermutlich gleich ausnehmen. Pff,
Oh boy, das war fast zu schnell. Hello? It's just me. Gut. Den haben wir dann auch so weg. Das Problem ist nur... Oh, da sind noch... Okay, also die Idee funktioniert nicht. Ich meine, das Gute ist, ich kann jetzt den Doktor hier nehmen. Das ist also als Alternative besser als hier den Schnibbler. Hoffe ich mal. Mein Problem ist aber nur, dass ich damit nicht viel anstellen kann. Gucken wir mal, wo die jetzt hingelaufen ist. Und gleichzeitig, wer mich entdeckt. Dort ist einer. Good evening, Doctor. Oh, no problem. Mal ganz kurz sicherstellen, das ist die. Kann ich die einfach so pieksen? Au, oh, kann ich! Holy shit, holy shit! Target eliminated. That did the trick, wow! I am surprised. Okay. Wir haben den Chip. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir hier diese Opportunity nicht haben, aber dadurch, dass wir jetzt hier so drin sind, wenn ich jetzt hier nicht irgendwie auf den Director treffe, sollte hier alles in Ordnung sein erstmal. Mal so ein bisschen aufpassen. Denn man sieht, der Doktor ist nämlich dort und der kennt einen. Und da immer irgendwelche Leute haben. Vielleicht gar nicht falsch. Okay, wie sagen, dann gucken wir jetzt hier nochmal in der Frühstücksabteilung. Wo der sein könnte. Sie ist uns Wurst. What's up, Doc? Haha, what's up, Doc? Ja, yeah, indeed. Jason Portman. There is the dude. Hey, home. Kann ich den vielleicht auch irgendwie pieksen? Oh, hi. How are you doing? Total makeover. Hello, Doctor. You okay? That's great. Doctor, we have some security issues and I can't let you through here at the moment. Ja, das ist das Problem. Was macht der Kollege? Denn hier sind zu viele. Die eine Situation war wirklich glücklich, dass sie da halt in der Ecke war, wo... Oh, Buddy found. Das hat länger gedauert als erwartet. Ja, meine Frage ist, ob es halt irgendwas gibt... Was er trinkt oder ähnliches vielleicht, dass man den aus diesem Bereich rausbringt. Und gleichzeitig will ich noch eine andere Sache gucken. Da ist jemand, der was trinkt, aber das ist halt sein Zeug. Ist da irgendwas zum Trinken? Wir haben ja gesehen gehabt in dem Intro, dass der da am Trinken ist. Ha. Huh. I do not know. Der wird knackig. Denn das Problem ebenfalls, das müssen wir dann einfach mal unten gucken. Wie verhalten sich die Leute, die da unten sind? Kann man die irgendwie da rauslocken oder umnieten? Jeder sitzt sich da hin, macht irgendwas, steht auf. Ich hatte vielleicht gehofft, dass der nach unten geht. Good luck tonight, Doctor. So, Doc, that enhancement treatment we discussed? Well, it's kind of weird to be saying this, given the nature of my work, but I really think you should think twice about this enhancement therapy. It's all still pretty experimental. I've made up my mind about it, Doc. I gotta go big. Ich will nicht wissen, über was die da reden. You're young, and I have been around the block, so let me give you a bit of advice for free. Size isn't everything. In my world it is. All the guys are getting it done. Really? I didn't know that. And they're not having any problems? I mean,
performing their duties, so to speak. On the contrary, Doc. They're real beasts, all of them. Always at it, day and night. Really competing to see who's biggest. Wow. I mean, I don't judge, of course. I mean, this one time in medical school... Doctor. But, I mean, I was pretty drunk, of course. You're losing me, Doc. But can you get me those steroids or not? I don't want to be the smallest guy in the room. Steroids? Oh, steroids! I thought you were talking about something else. Losing me again, Doc. What did you think I was talking about? Nothing. I'll get you the damn steroids, don't worry. I mean, I thought I was pretty clear, but... Well, you seem pretty fixated on guys, though, but... You know, that's just fine. This is a modern world we live in, and... Well, as far as I'm concerned, who you love is entirely up to you. Shut up. Well, there's no call for that, sir. I was just saying. Let me know when you got the meds for me. Okay. Ready for the poke? Crime noticed. Ernsthaft? Fuck. Oh, no. Target down. The money has been wired to your account. Hello, Doctor. Shit. Wie auch immer ich dabei gesehen worden bin. Oh, well. Hi, Doctor. Ja, wie man sieht, Syringes können schon relativ schnell funktionieren. Und ich mir wirklich erhofft, dass man vielleicht das Ganze ohne dabei entdeckt. Wie wurde ich da entdeckt? Also darum werde ich mir nachher im Video nochmal angucken müssen, wie der das hingelegt hat, denn... Genau. Ich dachte, ich wäre da relativ sicher gewesen. Ha. Sehr merkwürdig. Aber gut. Das ist es nun mal. Die Ziele abschlossen und... Oh, nice. Nice. Sehr schick. Ja, so ist halt jetzt leider das Problem nur 3 von 5, aber wir haben das relativ schnell gelöst. Also damit kann ich dann insgesamt wiederum leben. Okay. Damit kommen wir zum Ende dieses Elusive Targets. Ich denke, die Mission war relativ simpel. Ich denke, das größte Problem ist nur, man muss die Syringes sehen. Wenn man da vielleicht das übersieht, die Map vielleicht in deren Standardformat kennt, denkt, oh, da ist das Organ und man guckt nur auf die großen Sachen, dann könnte man das eventuell übersehen und wenn man dann halt vielleicht dann rumirrt, dann könnte es ein Problem werden. Aber wenn man halt das sieht, schnell die Ziele findet und die dann wirklich in Räumen findet, wo sie halt keiner sieht, dann kann man das eigentlich schnell machen. Also... Das ging insgesamt in Ordnung. Okay, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Bis dann.